Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem etwas anderen Commentary. Kein Halo, sondern im Hintergrund ein wenig Star Wars Battlefront 2. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so episch. Ich habe es vorhin nochmal ein bisschen gespielt, weil ich halt dachte, hey, du kannst eigentlich mal ein Video dazu machen und überhaupt zu Star Wars Battlefront und Zeug und so. Und das passt sogar noch halbwegs hier auf den Kanal, weil, ne? Genau, so Sci-Fi-Shooter und so. Egal, Star Wars Battlefront 2 hier im Hintergrund auf Coruscant, oder, ja genau, auf Coruscant im Jedi-Tempel spielen wir ja ein bisschen CTF. Und, ja, wir spielen Republik, ne, halt Klonkrieger, bla bla bla. Das Gameplay geht allerdings relativ kurz, deswegen kommt danach noch ein zweites Gameplay, das spielen wir dann auf dem Todesstern. Und zwar als Imperium, genau. Okay, genau, ja. Star Wars Battlefront 2, sehr episch. Ich habe das Ganze hier auf dem PC erspielt, deswegen ne, meckert nicht rum, ich bin kein PC-schuler Spieler, aber es ist, denke ich mal, an für sich ganz okay geworden. Und, ja. Ist auf jeden Fall eine nette Sache, Star Wars Battlefront 2 und auch der erste Teil, den ich allerdings leider nicht besitze. Und warum ich das Ganze jetzt hier mache, hat eigentlich den Grund, dass ja jetzt auf der E3 Star Wars Battlefront angekündigt wurde. Nein, nicht Star Wars Battlefront 3, soweit ich das weiß, ist quasi eine neue Auflage der Serie. So, und das ist ja jetzt alles ganz kompliziert, denn LucasArts wurde ja von Disney aufgelöst, weil die... Okay, wir fangen ganz am Anfang. Disney hat ja vor ein paar Monaten, oder vielleicht weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, vielleicht schon ein halbes Jahr oder noch länger, die Star Wars Lizenz gekauft von George Lucas und was weiß ich nicht alles, hat dafür wie viel? 1,2 Milliarden bezahlt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und hat auf jeden Fall die Star Wars Lizenz gekauft und da wird ja noch der siebte Teil ins Kino kommen, 2015 oder so, glaube ich. Und viel, viel passiert und so. So, dann gab es dann vor ein paar Monaten einen Zusammenschluss, eine Kooperation von EA und Disney, dass EA jetzt ganz viele Star Wars Spiele machen darf oder die Star Wars Lizenz auf jeden Fall hat, was die Games angeht. Und ja, wenig später hat man in Erfahrung gebracht, dass DICE, also die Battlefield Entwickler, jetzt Star Wars Battlefront, ein neues Star Wars Battlefront macht. Auf der E3 hat man jetzt einen kleinen Teaser dazu gesehen, um nochmal die offizielle Bestätigung quasi für diese Info zu haben, und da hat man noch kein Gameplay gesehen, hat man nur so, ja, jemanden gesehen, der durch den Schnee stapft und dann plötzlich kommt da ein AT-AT-Fuß hin, also von diesem riesen Kampfläufer aus Empire Strikes Back und so. Und ja, es war schon ganz cool, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, denn ich fand Star Wars Battlefront 2 sehr geil, da hängen auch viele Erinnerungen dran. In dem Spiel habe ich früher auch sehr gerne gespielt und ist definitiv eins der besseren Star Wars Spiele. Es gibt nämlich richtig viele beschissene Star Wars Games, was irgend so ein Lizenzmüll ist. Aber zusammen mit Knights of the Old Republic von BioWare, was auch, denke ich mal, einige kennen, ist Star Wars Battlefront definitiv eins der besseren Star Wars Spiele. Und das ist sehr, sehr geil. Macht immer noch sehr viel Spaß, habe ich vorhin gemerkt. Und ja, hier auf jeden Fall schon mal das erste Gameplay gewonnen. Hier mit Mace Windu am Ende rumgerannt und so. So ein bisschen Helden spielen. Macht auf jeden Fall ordentlich Spaß. So. Ja. Genau. Ich bin aber sehr gespannt auf Star Wars Battlefront. Ich will die ganze Star Wars Battlefront 3 sagen. Weil ich weiß nicht, wie DICE das machen wird. Sie haben auf jeden Fall gesagt, sie werden der Serie ihren eigenen Flair geben. Sie werden gucken, dass sie quasi den eigenen Touch der Serie geben. Aber trotzdem natürlich die Grundfesten beibehalten und so weiter und so fort. Allerdings ist die Sache, keine Ahnung, Battlefield 3 hat mich natürlich jetzt ein bisschen enttäuscht. Jetzt nicht Ultimati, obwohl doch, es hat mich schon enttäuscht. Ich fand Battlefield 3 echt nicht so geil.
Im Vergleich zu Bad Company 2 ist Battlefield 3 nämlich nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich zumindest. Naja, egal. Aber was mich auch gefreut hat, das muss ich jetzt mal nebenbei erwähnen: Mirror's Edge 2 wurde von DICE auch angekündigt. Und Mirror's Edge 1 war so verdammt episch. Es war so geil. Einfach aus ein Jump'n'Run aus der Ego-Perspektive im Endeffekt. Aber es hat einfach so Parkour da mäßig da rumhüpfen. Und das, boah, es hat perfekt funktioniert. Es war so gut. So gut. Ja, wenn Brink, ja, ungefähr Mirror's Edge gewesen wäre, nur noch, dass man halt ein bisschen geiler ballern kann, als man das in Mirror's Edge kann, dann wäre Brink mega geil gewesen. Aber war es ja leider nicht. Egal. So, zurück zu Star Wars Battlefront. Ja, sie haben wohl auch noch nicht, sind wohl auch noch nicht lange dabei am Entwickeln. Deswegen haben sie auch wahrscheinlich nur irgendwie diesen Render-Trailer erstellt, so, oh, wir müssen jetzt irgendwas auf D3 zeigen. Und wir haben zwar noch gar nichts. Die haben wahrscheinlich echt noch nichts. Also LucasArts hat ja wohl schon was zu Star Wars Battlefront 3 entwickelt und da gab es schon ganz viel irgendwie Alpha-Gedöns und so, hatte ich da gesehen. Ist da irgendwie, wann war das? 2009 oder 10, irgendwie sowas habe ich da. Ist da schon was irgendwie auf YouTube gewesen oder Sachen, die zumindest damals entstanden sind und was weiß ich nicht alles und jetzt wurde das ja aufgelöst und ich denke, DICE wird da jetzt einfach mal sagen, so, wir wischen den ganzen Rotz jetzt nochmal weg und fangen nochmal von ganz von vorne an. Und ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass sie das wirklich geil machen und auch die Space Battles, die es ja dann immer gab, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, Conquest gespielt hat, wie wir es hier im Hintergrund gerade sehen, jetzt hier mit dem Imperator. Ja, episch. Ja, Conquest, wo man halt irgendwie quasi, so wie auch im Battlefield und sonst wo, Punkte einnehmen muss, indem man sich eine Weile daneben stellt und so, ne, Conquest halt. Und ja, da hat man dann im Endeffekt auch immer so in den Space Battles, sagen wir mal, ihr habt ein Mutterschiff oder einen Riesenkreuzer und die Gegner haben Riesenkreuzer und dann habt ihr so kleine Fighter und könnt da so hin und her fliegen zwischen diesen Kreuzern und dann da quasi andocken, also landen, einfach landen innen drin. In dem Hangar, wie es in Star Wars halt so aussieht. Ihr kennt das sicherlich alle. Allein aus Episode 3 zum Beispiel, wo die dann da diesen Hangar, so ein Hangar zum Beispiel. So, und da kann man da landen und dann aussteigen und da muss man die Base capturen und zerstören und was weiß ich, man muss die Schilde vorher down machen und all so einen geilen Scheiß. Fliegen hat so Spaß gemacht und es war einfach total Hammer. Es war einfach total cool und ich hoffe, dass die das echt gut machen bei DICE, dass sie sich echt Mühe damit geben, weil das wäre echt der Hammer. Und würde mich persönlich echt richtig freuen. Ach, das waren noch Zeiten. Star Wars Battlefront. Das war echt schön. Also, das war einfach noch so eine andere Zeit von Games. Star Wars Battlefront 2. Den ersten Teil habe ich jetzt nicht so viel gespielt wie den zweiten. Zum einen habe ich mehr gespielt. Das war einfach mehr so meine Zeit, wenn man so will. Und ja, da gab es richtig geile Battle da. Ach ja, allein auf. Was war das nochmal? Geonosis und so. Obwohl ich die neuen Star Wars Filme natürlich nicht so geil finde. Episode 1 und 2. Nee. Ganz böse. Also ganz, ganz böse. Episode 3 finde ich ist okay. Kann man sich angucken. Ist jetzt nicht sonderlich geil oder so, aber ist ganz nett. Keine Ahnung, weil irgendwie das tragische Held-Ding und so. Ne? Obwohl Hayden Christensen als Anakin Skywalker, naja, und dann noch ein bisschen viel da rumgeflennt hat und so. Aber ist okay, ist okay. War ganz nett. Und ja. Aber ich sage euch, Leute, Episode 5 ist immer noch das beste Star Wars. Ja? Empire Strikes Back, also bam. Ha, geil. I am your father, blah, blah, blah. Und zwar, das ist schon ganz cool. Naja. Bin eh nicht mehr so der Star Wars-Fan. Früher, als Kind, hatte ich wirklich so eine Phase, so mit 10, 11, wo ich richtig krasser Star Wars-Fan war. Und ja, Star Wars ist ja heute eh so ein Kinder-Ding geworden, was ich jetzt echt scheiße finde. Ganz ehrlich, da mit Jar Jar Binks hat das alles angefangen, diesem. Oh, ich hasse ihn. Gibt so ein geiles Bild, wo irgend so ein Stormtrooper oder so Jar Jar Binks so voll in die Fresse schlägt. Richtig geil. Das finde ich dann wiederum schön und gut. Und naja, gut. Aber das beste Star Wars-Spiel ist leider nicht Star Wars Battlefront, sondern Knights of the Old Republic. Immer noch. Wer es kennt, Leute, sehr geil. Ist ein Rollenspiel von BioWare. Ist im Endeffekt ein Mass Effect im Star Wars-Universum. Aber nicht in dem Star Wars-Universum, was man so kennt, sondern spielt irgendwie in einem geilen Star Wars-Universum, was kaum keiner kennt. So also 2000 Jahre bevor den ganzen Ereignissen aus den Filmen und so, wo wirklich noch Krieg zwischen Jedi und Sith und so, es gab 30.000 Sith und es gab richtige Sith-Akademien und bla, genauso wie Jedi-Akademien. Richtige Battles gab es da und die Sith hatten auch richtige Krieger und das war alles richtig geil. Naja,
Okay, ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen über Star Wars und Star Wars Battlefront und sonst was erzählt. Ich hoffe, dass Star Wars Battlefront, der neue Teil, geil wird. Ich werde mir den wahrscheinlich holen. Und sonst war es das eigentlich so von mir. Ich klicke jetzt noch so ein bisschen durch die Stats. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was haltet ihr von Star Wars Battlefront? Habt ihr Star Wars Battlefront 2 damals gespielt? Spielt es vielleicht heute noch? Was auch immer. Alles mal in die Comments klatschen und bitte eine Bewertung, wäre nice. Okay, das ist es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, sin.